Ich wünsche euch ein recht herzliches Hallo zu meinem neuesten Videobeitrag. Und zwar geht es heute um das Thema WordPress und Lightroom. Und zwar, wie ich schnell und einfach und am unkompliziertesten neue Bilder in meine WordPress-Galerie exportieren kann. Und zwar habe ich da ein bisschen auf die Suche begeben und habe da ein ganz cooles Plugin gefunden für Lightroom. Und das würde ich euch jetzt mal gerne ganz kurz vorstellen. Und zwar haben wir jetzt hier schon mal die zwei Dateien ausgewählt, gehen wie gewohnt auf Rechtsklick, exportieren, exportieren in unser Exportiermenü. Dort erscheint auch schon Exportieren auf LR-Block, das ist dieses Plugin. Das findet man hier in der Registrierkarte. Dort kann ich jetzt hier noch auswählen den Typ, den Block. Wenn man jetzt nur WordPress hat, dann kann man das hier direkt in die WordPress-Galerie laden. Da ich aber über NextGen-Galerie verfüge, kann man das dann gleich noch einen Schritt weitergehen und hat jetzt hier auch noch ein paar Punkte, Menüpunkte mehr. Und zwar kann ich jetzt hier zum einen mein Login hier alles eintragen. Das ist erstmal wichtig, dass überhaupt eine Verbindung aufgebaut wird. Als nächstes kann ich sagen, ich möchte entweder eine neue Galerie erstellen oder in eine bereits existierende Galerie. Dort kann ich dann in meinen Galerien dann das passende auswählen. Das sind wir jetzt auch schon bei People, das ist richtig. Diesen Menüpunkt finde ich ganz wichtig. Den habe ich auch immer eigentlich angehakt. Und zwar geht es einfach darum, dass wenn man nochmal ein Bild nochmals hochlädt, ob es jetzt aus Versehen ist oder man einfach eine Änderung dran hatte, dass es nicht nochmal zusätzlich hochgeladen wird, sondern einfach nochmal aktualisiert wird. Ja. Dann als nächstes kann ich hier nochmal ein bisschen die Metadaten bearbeiten, oder die Dateiänderung. Das lassen wir mal einfach mal so stehen. Was noch ganz cool ist, ist dieser Punkt. Da hat man erstmal nur die Möglichkeit, einfach es in die Galerie hochzuladen, wie wir ja schon festgestellt haben. Oder ich kann auch sagen, ich würde gleich dazu noch gerne einen neuen Beitrag erstellen. In dem Fall ist es noch hier die Daten vom letzten Mal. Also dann kann man einmal hier sagen, ich möchte Titel hier anlegen und dazu dann auch noch gleich einen Text. Das wird dann anschließend übrigens auch gleich dann, wenn das dann hochgeladen ist, im Browser geöffnet, der Beitrag, und dann muss man erst nochmal bestätigen, beziehungsweise kann dann auch nochmal abändern. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil man hier nicht ganz so viele Möglichkeiten hat, wie man es später in WordPress hat, wo man ein bisschen mehr noch bearbeiten kann, was Schrift und so weiter angeht. Wenn wir jetzt mal weiter runter scrollen, dann finden wir dann ganz normal im Menü wie sonst auch. Da habe ich jetzt mal die Qualität auf 75 gestellt und maximale Kantenlänge oder Höhe bei 100 Pixel. Schärfenbild Bitcher mache ich eigentlich generell. Und dann kann man natürlich noch hier unten sagen, Personendaten entfernen und Wasserzeichen setzen. Ja, und dann brauche ich eigentlich nur noch auf Exportieren zu gehen. Kriegen wir oben links schon gezeigt, dass jetzt die zwei Bilder gesendet werden. Die werden dann jetzt erstmal exportiert in temporäre Datei und dann anschließend hochgeladen. Wenn das gleich fertig ist, der Vorgang, dann können wir mal die Seite laden und können mal gucken, wie das dann ausschaut. Gehen wir mal hier rein. Also jetzt mal auf meiner Seite. Die könnt ihr auch gerne mal besuchen, wenn ihr möchtet. Dann geht mal auf People. In dem Fall. Jetzt kommen wir hier runter. Hat sich schon mittlerweile einiges angesammelt. Und da sind dann auch unsere Bilder. So, das Ganze kriegt man übrigens hier auf dieser Seite. Die sieht sehr unscheinbar aus. Habe aber ein bisschen rumprobiert und ausgetestet. Es gibt noch ein bisschen teurere Software oder ein bisschen Freeware. Gibt es auch. Aber damit war ich alles nicht so ganz zufrieden gewesen, weil irgendwelche Funktionen oder so gefehlt haben. Oder es mir einfach zu teuer war dann wiederum. Den Link füge ich dann auch nochmal ein und das Ganze bekommt man übrigens für schlappe 10 €. Da kann man, denke ich mal, nichts wirklich gegen sagen. So, das war's dann auch heute schon wieder und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald. Bye bye.